Ja, jetzt habe ich einen Direktor von diesem wunderschönen Hotel im schönen Bad Vöslau. Wie lange gibt es das Hotel schon? Das Hotel gibt es, also wir führen es jetzt 10 Jahre. Wir haben praktisch ein Jubiläum. Mhm. Und ja, sind ein Seminarhotel und haben sozusagen hier auch ein internationales College, das Tourismus College, ITM Tourismus College untergebracht. Mhm. Diese Veranstaltung heute, ist das so eher die Ausnahme oder ist das was häufiger vorkommt? Naja, wir haben eigentlich als Seminar- und Veranstaltungshotel immer wieder Veranstaltungen und Seminare natürlich. Heute sozusagen am Wochenende eine Messe, die Gesundheitsmesse ist... Ja, ist eine von vielen Veranstaltungen, die hier stattfinden. Alles klar. Jetzt eine ganz ehrliche Frage. Hat das Hotel so viel Einfluss auf den Petrus? Unbedingt. Wir haben ja da einen riesen Turm oben mit einer großen Antenne von früher noch. Ja. Und da haben wir natürlich die Möglichkeiten. Weil das Wetter ist ein Traum. Ja, unbedingt. Das ist wie im Frühling, wie im März eigentlich. Ja, ja, wir haben noch erfahren, also College, das ist ja was ganz Besonderes. Das geht um einen Tourismus und ist... Ja, es ist ein internationales Tourismus-College, ein zweijähriges, das in englischer Sprache unterrichtet wird. Das ist in Österreich also ganz einzigartig und wir haben hier jedes Jahr ca. 45 Studenten aus 20 Nationen, die aus der ganzen Welt zu uns kommen. Wenn ich da fertig bin, was habe ich da für Berufschancen? Dann habe ich zuerst einmal ein Diplom, ich habe das höchste Niveau einer Berufsausbildung erreicht, kann in die Wirtschaft gehen. Mhm. Kann aber auch seit heuer mit einer holländischen Universität, die auch hier in Bad Vöslau mit uns das Programm macht, innerhalb eines Jahres einen Bachelor noch dazu machen. Das ist eigentlich eine tolle berufliche Chance. Richtig, sehr, sehr kurze Ausbildung, im Prinzip drei Jahre, sehr kompakt, praxisorientiert, was heute wahnsinnig wichtig ist, und ich kann weltweit arbeiten. Perfekt. Also wer sich informieren will... College Garden Hotel, ITM College, einfach im Internet suchen, man findet es dann schnell, man kann uns jederzeit besuchen. Ja, das Hotel hat insgesamt 67 Zimmer und Suiten in drei Flügeln sozusagen aufgeteilt. Das Hotel hat auch ein Restaurant, das Frühstücksbuffet, Mittagsbuffet und immer Abendbuffet auch anbietet. Und das Hotel hat natürlich einen großen Veranstaltungsbereich mit ca. 10 Veranstaltungsräumlichkeiten auf zwei Ebenen. Sie sehen hier sozusagen, das ist die Hauptebene. Und es gibt natürlich Kulinarik. Ja, es gibt ein tolles Restaurant. Es wird alles frisch von Köchen direkt im Restaurant gekocht. Das heißt, die Köche sehen die Gäste sehen die Köche. Es gibt Frühstücksbuffet jeden Tag. Es gibt Mittags- und Abendbuffet. Abendbuffet in einer sehr schönen Atmosphäre am Abend, immer von Montag bis Samstag. Ja. Und am Abend sind auch immer unsere Studenten, internationale Studenten, auch mit dabei, sozusagen, weil die hier auch noch ihr sogenanntes Practical Training machen, angeleitet. Also sehr international, sehr nette Atmosphäre, vor allem am Abend. Und beim Essen gibt es dann Geheimtipp? Essen gibt es ja immer Buffet. Bei uns, wir machen immer Buffet, ganzes Buffet, sozusagen Vorspeise, drei Hauptspeisen, Nachspeise ist immer mit 17 Euro, man kann aber auch nur Hauptspeise und Salatbuffet nehmen, das ist dann immer 12,50 Euro, aber das wechselt jeden Tag ab und es ist immer was Vegetarisches dabei, es ist meistens Fleisch und Fisch dabei, aber es sind auch internationale Gerichte dabei. Ja, dann gibt es ja da im Hotel rundherum viel Grün und da gibt es auch viel Außenanlagen. Ja, Gott sei Dank, da sind wir sehr froh. Wir sind ja im Kurparkbereich hier. Wir haben überall rundum Parks. Ja, das heißt, es ist ruhig für die Gäste, wenn sie schlafen wollen, aber die Seminargäste haben natürlich Möglichkeiten, Outdoor-Trainings zu machen. Und dann gibt es noch einen Innenhof, den Courtyard sozusagen, mit Gasgarten. Und was ganz toll ist, es ist nicht sehr weit von Wien weg. Gott, auch ein großer Vorteil der Lage. Wir sind nicht weit von Wien weg und wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar. Nicht? Mit der Südbahn, aber auch der Opernbus fährt neben dem Hotel weg zur Wiener Staatsoper, zum Casino Baden, Badnerbahn, Busse. Das wird in Zukunft immer wichtiger. Und viele gute Heurige. Unbedingt. Wir sind ja ein Weinort. Und was besonders die Gäste schätzen, ist, dass sie fußläufig vom Hotel aus zu den Heurigen gehen können. Ja, das ist besonders wichtig. Das ist nicht schlecht. Ja. Genau. Dann sage ich jetzt danke. Gerne.